Santa Blanca will El Chidos Konzert unbedingt veranstalten. Mal schauen, ob sie das ohne ihren Star schaffen. Schnappen Sie El Chido und bringen Sie ihn her. Gut, und damit herzlich willkommen zurück zu... So, zu Ghost Raccoon Wildlands. Ja, ich wollte eigentlich zuerst den Krankenwagen einholen oder kapern. Und ja, hab eine kurze Pause gemacht während der, also zwischen der letzten und in dieser Folge. Und ja, währenddessen ist der einfach weggefahren. Also der ist jetzt am Arsch der Welt. Und deswegen, ja, war es sogar kürzer jetzt zum Einsatz oder zur Hauptquest. Hallo. Zur Hauptquest weiterzufahren. Als jetzt den blöden Krankenwagen einzuholen. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das doch. So. Ganz ehrlich, wie, was für ein, ja, keine Ahnung, wie, wieso macht er seine Party hier auf dem Berg, das wo die Straßen so dämlich sind. Uhu. Ey, diese Kameraführung. Ihr habt einen Unfall gebaut, haha, ich fahre einfach weiter. So, okay, da geht's ab. Da oben, da ist eigentlich alles purpurrot. So. Kann ich hier hoch? Eigentlich kann ich hier hochgehen. So. Aussteigen. Ja, okay, kann sie nicht. So, dann, Y war's. Setz die Drohne ein. Ja, warum flüsterst du? Hier sind zwei. Sehr eingeschätzt. Oh, Santa Muerte persönlich. Ist ja süß. So, Allah, ich sauge die Seelen aller Menschen aus. Ja, wow. Ich sehe einen Hauptmann, Markierer in Tango, Zivilist in der Nähe. Der tanzt halt voll mit. Voll gut. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay, Alter. Das, ich zähle 15. Alter. Ich feier den voll. Cool. Ah, schön. So. Dann schalten wir ja mal erstmal die beiden aus. Die beiden hübschen da. Ich muss mal noch mal kurz schauen, ob die eine freie Sicht auf diesen Dude haben. Hier oben wäre es halt geil, von oben so runter zu ballern. Böllern. Ah, Alpakas.
Boah, das wird knackig. Das wird knackig. Krass, ein fliegender Müllsack. Das ist so widerlich. Also so gruselig, diese dieser Totenkopf die ganze Zeit oder dieses Skelett in quasi als Mutter da darzustellen und so. Schon ein bisschen creepy. Aber nur ein bisschen. Das wird halt. Okay, der schaut gerade zu mir. Den kann ich halt ziemlich leise dann ausschalten. Runter da. Okay, alles ist gut. Ja, der macht Liegestützen. Ich gehe in Position. Brauche neue Position. Nein, den da. Suche bessere Schusslinie. Und ich hole dann. Brauche neue Position. Position. Bereit für den Angriff. Okay, ich muss warten, bis der ein bisschen weiter unten ist. Tango getroffen. Oh nein, die. Ja, wieso rennen die hoch? Das ist auch halt total unauffällig, wenn die hochrennen. Ich weiß nicht, ob ich von da oben eine bessere, ob ich da oben besser bedient bin. Das ist eigentlich gerade da, wo niemand. Ja, doch, der schaut da hin. Ich muss da aufpassen, weil hier sieht er gleich die Leiche. Oder ja, die Leiche ist ja weg. Sehr schön. Geh in Position, eine gute Position. Geh auf neue Position. Ziel erfasst. Bin schussbereit. Greife an. Umgelegt. Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Scheiße. Alles gut. Verdammt. Die haben ihren Amigo gefunden. Mist. Roger, ich gehe in Position. Erschieß ihn schnell. Roger, Ziel markiert. Fuck, greife an. Ja, okay. Der Leutnant verpisst sich. Ah, scheiße. Das war alles andere als gut.
Das war alles andere als gut. Aber gut, dass er hierher muss. Nein, locker bleiben, alles ist gut. Ich fahre. Diese Mausoleen sehen niedlich aus neben den anderen. Sie bauen sie für ihre Buchones. Ich habe genug Ego, um zu sagen, dass ich sowas auch will, wenn ich tot bin. Was bist du, ein Seer? Ich kenne nämlich keine Profis, die sowas wie das hier brauchen. Guten Tag. Und jetzt? Erstaunen. Cool, dass er einen Unfall gebaut hat. Echt jetzt? Kann ich hier nicht einfach das rüber wechseln? Ah, hier. Sehr schön. Ja, jetzt geh mal aus dem Weg hier. Die Kameraführung ist halt wirklich für den Bobbes. So. Super. Entschuldigung. Spring doch nicht auf die Straße. Naja, ist mir egal. Die Straße ist halt so heftig. Scheiße. So. Oh Mann, jetzt habe ich voll die Party gestört. Und konnte die nicht einfach so alle ausschalten. Naja. Helikopter ja, aber Auto, naja. Wir fahren mal hier runter. Ich meine, wenn man so ein fettes SUV hat, da muss man doch Abkürzungen nehmen können. So. Und weiter geht's. Jetzt mal auf gescheiten Straßen. So. Gut. Sehr, sehr schön. Entschuldigung. Es ist der. Ich kann hier echt nicht fahren. Also ja. Ja. Oh Mann. Oh Mann. Das ist echt dämlich. Naja, egal. Ist ja nicht, ist ja kein Spiel für, ja, für die, Rennstrecke gedacht, hier. So, dann, irgendwie bin ich jetzt ein bisschen langsamer als sonst, vielleicht ist irgendein Reifen kaputt. Ja.
So, ein zentraler Teil von Marco, Marokko. Bitte was? Sichern. Sicher und geladen. Was? Hola, Caballero. Freut mich, Sie zu sehen. Wollen Sie einen Drink? Bin ich verhaftet? Huerca, ich habe nämlich kein Gesetz gebrochen. O sea, ich bin Musiker und singe Fiesta-Lieder, welche das Leben der mexikanischen Arbeiterklasse erzählen. Ja, hab davon gehört. Es war nie Zeit dafür. Und trotzdem ist es wahr. Ich liebe das Video für La Plebe Anda Alterada. Und der El Paso-Remix ist verdammt heißer Scheiß. No mames. Sie sind Fan? Welche Song ist Ihr Liebster? Ich singe für Sie, in serio. Aber lassen Sie mich bitte gehen, ja? Abusamos de la Medicina ist möglicherweise mein Favorit. Aber Buchones Heridos, wo dieser Narko auf der Straße abgeknallt wird, den spielen wir ihre Beerdigung. Der ist toll, oder? Einer der... Was sagten Sie? Ich weiß, Sie sind kein Killer wie die anderen Wichser. Kein Sicario. War er böse? Nein, er ist ein Engel. Hat kein schlimmes Wort über mich verloren. Sie sind nur ein Musiker und singen diese Lieder über die ehrliche mexikanische Arbeiterklasse. Das Kartell hat sie gezwungen. Sie wollen doch gar nicht hier sein. Das stimmt, gezwungen. Ich will nicht mal hier sein. Bolivia. Ich schütze sie. Ich kann ihre wunderschöne Stimme aus sämtlichen CIA-Gefängnissen raushalten und alle Kartelle fernhalten. Ich kann sogar ihr Auto zurückholen. Aber sie müssen singen. Erzählen Sie mir alles, was Sie wissen. Jedes Detail über Santa Maca. Holen Sie einen Stift. Und jede Menge Papier. Gute Laune ist ein bisschen beängstigend. Die Musik hört nicht auf, nur weil die El Chido und sein Auto haben. Die Musik nicht. Aber El Chido wird jeden Santa Blanca-Leutnant verpfeifen, der je ein Autogramm von ihm wollte. Sobald sich rumspricht, dass er ein Verräter ist, und das wird es, sind seine Glaubwürdigkeit und die von Santa Blanca hin. Das ist ein historischer Moment für die Corrido-Musik. Ich bin perfekt stolz auf sie. Wir könnten die ersten Truppen sein, die seit Ballad of the Green Beret Musikgeschichte schreiben. Willst du jetzt nicht anfangen zu singen? Ja, nein. Oh. Ein Gewissen ist gefährlich, vor allem für die Person, die es hat. Ramon Feliz konnte nicht mit sich leben. Er war kurz davor, den feigen Ausweg zu wählen, als... Anscheinend hatte Feliz trotz seines Wechsels zu uns noch eine Quelle, die bereit war, ihm Informationen zu liefern. Um Chivato. Informationen, die ich jetzt kannte, da Leute von mir seinen Computer überwachten. Es ist ein Jammer. Hätte Ramon gewusst, was unterwegs war, hätte er sich getötet. Ja. Wir haben eine neue Waffe. Ja, wow, nee. Warum sollte ich das auswählen? Nee. Ich bleib bei meinem Scharfschützengewehr. So, neue Teile. Warte, so, neue Teile. Zieloptik. Mikro. Ja, warum nicht? Präzision. Ja, wobei ich habe eigentlich immer das genommen, weil... Ja, ich schau mal. Unterlauf. Handgriff. Handhabbarkeit. Präzision. Laufbedeckung.
Ja, das geht. Ein beliebter bolivianischer Blogger, der für das Cartel arbeitet. Gewöhnlich schreibt er über Santa Blancas Wohltätigkeitsevents. Aber heute Morgen hat er gemeldet, das Cartel handle mit Kindern. Ich wette, jetzt ist jemand sauer. Sorgen macht uns vor allem Sueño. Finden Sie Felice und sichern Sie den Beweis, bevor ihn das Kartell mundtot macht. Klingt ja ganz einfach. Nehmen Sie alles mit, was geht. Er muss reichlich Dreck über das Kartell haben. Er lebt in Santa Elena. Ich schicke Ihnen die Adresse. Verstanden. No mit Ende. So. Na, da ist er. Okay. Ja, dann machen wir doch mal hier Schluss. Den haben wir, den haben wir. Die beiden, oh, das war so eine Genugtuung, die beiden zu töten. Genau, den haben wir ausgeschaltet. Wir könnten hier jetzt noch ein bisschen Party machen, aber Aufklärung. Ja, könnten wir sogar machen. Also zumindest, wir können ja so eine kleine Runde machen. Wir gehen jetzt dahin, dann, ja, wir machen einfach so einen Kreis. Das da haben wir ja noch gar nicht aufgedeckt. Gut, und danach, ja, La Cruz. Genau. Und wer ist das da? Kennen wir noch nicht. Wir können auch erst den da machen. Der ist da oben. Warte, der ist sehr schwer, der ist auch schwer. Der ist mittel, schwer, schwer, easy, schwer, 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 schwer. Ja, der ist noch total easy. Ja, sollen wir zuerst den da machen? Das ist halt der, ja, dann sind die drei weg und dann Zwischenboss. Schönheitskönigin. Da bin ich mal sehr gespannt, vor allem auch bei der. Ob die auch so pralle Typen sind wie dieses hübsche Paar. Und Buncho. Da bekomme ich einen Sniper. Hier, den da. Dann machen wir wirklich zuerst den da und vielleicht sneaken wir mal darüber. Weil da bekommen wir einen Sniper. Gut, also, zuerst. Der Plan ist, zuerst hier eine Runde zu machen. Dann hier den Dude mit der schicken Sonnenbrille. Und dann hier das mit dem Sniper. Und dann. Genau, also wir machen erstmal. 1, 2 und dann den da und dann schauen wir mal hier rum. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye!